Ich darf Sie recht herzlich zur Pressekonferenz begrüßen. Nach der Begegnung von Marzia Baums SV Konzenheim. Sie endete vor 825 Zuschauern mit 5:0 für unsere Baumatia. Ich begrüße recht herzlich Gästetrainer Anuar Dau und unseren Trainer Christian Klibo. Herr Dau, wie haben Sie das Spiel von außen gesehen? Ja, hallo erstmal. Glückwunsch an die Baumatia. Ja, das, so ein Ergebnis kommt zusammen, wenn so ein Stück weit Qualität und gerade am Anfang Effizienz zusammentreffen. Ja, die ersten zwei Chancen waren drin. Ja, da ist Baumatia ein Stück weit für diese Top-Offensive bekannt. Das hat unsere junge Mannschaft nicht so wirklich gut verkraftet. Trotzdem haben wir uns für die zweite Halbzeit einiges vorgenommen, haben gesagt, okay, jetzt noch ein Anschlusstreffer und dann geht vielleicht noch was, aber da hat die Baumatia was dagegen gehabt und hat eben relativ früh das 3-0 gemacht in der zweiten Halbzeit und das hat uns so ein Stück weit das Genick gebrochen. Da sind wir nicht mehr wirklich ins Spiel gekommen. Die Klasse der Baumatia haben sie dann ausgespielt, das 4-0, das 5-0 und ja, die letzten 20 Minuten ist das Spiel so ein bisschen ausgetrudelt. Ich kann der Mannschaft im Großen und Ganzen keinen Vorwurf machen. Wir haben eine sehr, sehr junge Mannschaft auf dem Platz. Wir haben das letzte Aufgebot heute hier dabei gehabt und wie gesagt, die Baumatia hat eine brutale Qualität, war heute total fokussiert, total engagiert, sehr variabel offensiv und da konnten wir heute nicht wirklich mithalten. Von daher Glückwunsch zu dem in der Höhe auch verdienten Sieg. Herzlichen Dank. Christian, wie schaut deine Spielanalyse aus? Erstmal danke für die Glückwünsche. Ja, wir haben heute sehr souverän das Spiel runtergespielt. Wir haben die Räume klasse bespielt, muss ich sagen. Vor allem nach Ballverlusten hatten wir den Ball gefühlt gleich wieder und haben uns die Torchancen auch wirklich sehr, sehr schön herausgespielt. Gefühlt 80-90% Ballbesitz, würde ich sagen. Und haben auch so gut wie nichts zugelassen. Von daher muss ich meiner Mannschaft ein Kompliment sagen. Wie sie das Spiel auch angegangen ist. Wir wollten in der ersten Halbzeit auch schnell unsere Tore machen. Das ist uns auch gelungen. In der zweiten Halbzeit ebenso. Das ein oder andere haben wir leider liegen gelassen. Aber die Art und Weise, wie der ein oder andere dann auch ins Pressing gesprintet ist, das erwarte ich von den Jungs. Wir haben auch eine junge Mannschaft. Wenn ich sehe, wie der Daniel dann in diese Zweikämpfe mal reinfliegt, ja, als Beispiel, dann muss ich sagen, die Einstellung stimmt. Und so wollen wir auch die nächsten Spiele angehen, mit Herz spielen. Und wenn wir dann auch das Fußballerische so umsetzen, dann sind wir auch schwer zu schlagen. Dankeschön, Christian. Dann sage ich Feuer frei für die Presse. Ja, Christian, zum Spiel heute ist, glaube ich, alles gesagt. War eine Top-Leistung, insbesondere in der ersten Hälfte, fand ich. War die erste Hälfte spielerisch das Beste, was die Baumatia diese Saison gezeigt hatte? Mit das Beste. Ja, mit das Beste. Wir haben wirklich die Räume klasse gesehen. Die Bewegungsabläufe, die waren klasse. Wir haben immer wieder über den Flügel auch 2-1-Situationen herstellen können. Viele Durchbrüche, gerade auch mit Giovanni über links oder mit Gibril rechts. Und ja, das ein oder andere haben wir dann liegen gelassen. Aber die Anzahl, wie wir es herausspielen, das war schon sehr, sehr gut. Okay, noch eine zweite Frage. Halbzeit in der Meisterrunde. Alle 6 Gegner sind gespielt. 4 Siege, 2 Unentschieden. Dein Fazit zu diesem ersten Teil der Aufstiegsrunde? Ja gut, ich habe es ja schon mal gesagt. Ja, also das ist ein Marathon. Du musst souverän bleiben. Du musst deine Punkte holen. Wir können zufrieden sein. Ich glaube jetzt gerade in den letzten 1-2 Wochen, auch mit dem Trier-Spiel, vor allem in der zweiten Halbzeit, da haben wir uns noch mal enger zusammengeschweißt. Die Art und Weise, vor allem gegen Trier in der zweiten Halbzeit, dass wir auch defensiv immer arbeiten müssen. Auch die Fitness ist top, das ist auch das Entscheidende. Wir können immer wieder Wege gehen. Und das habe ich schon mal betont gehabt. Wir kommen immer besser in den Fluss. Und ja, so müssen wir weiterarbeiten. Immer wieder dran glauben, arbeiten und dann werden wir auch belohnt. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich bei den zwei Herren Trainer hier oben. Wünsche Ihnen alles Gute mit Ihrer Mannschaft, weiter guten Rundenverlauf.
Christian, wir sehen uns bereits wieder nächsten Samstag gegen die TuS aus Koblenz. Dann schließlich die Pressekonferenz nach der Gegnummer Marzia bei uns SV Gonsenheim. Sie wurde Ihnen präsentiert von Rogo Motor Oil. Tschüss.